Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video, wieder aus der Werkstatt Praxis sozusagen. Ich habe heute ein Problem, das ist ganz interessant, denke ich mal, und das möchte ich euch zeigen. Hier geht es um einen HP, der nicht startet, und da kann man selber feststellen, warum ist der oder warum kommt das Problem, woher kommt das Problem und wie man das feststellen könnt, wie ihr das feststellen könnt, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, hier ist das gute Stück, der ist also bei uns schon angekommen mit der Diagnose, dass die Hardware defekt ist, beziehungsweise die Festplatte defekt ist. Wie hat der Kunde das selber festgestellt? Er hat das Systemdiagnostikprogramm aufgerufen, was bei den meisten HP-Computern, Notebooks mit dabei ist. Wie kommt ihr da rein? Ihr müsst einfach, nachdem ihr die Power-Taste gedrückt habt, Escape drücken, mehrfach hintereinander, bis dieser Bildschirm erscheint. Er sieht in der Regel so aus oder ähnlich. Und dann könnt ihr hier auf die F2 Systemdiagnose und dann bekommt ihr dann da eine einwandfreie Diagnose des Gesamtcomputers. Und dabei wurde halt festgestellt, dass hier tatsächlich die Festplatte defekt ist. Das haben wir allerdings nochmal gegengeprüft. Wir haben ja eigene Prüfmittel von der Firma Toolhouse. Wir haben also hier so Sticks, mit denen wir das prüfen. Einmal für Windows, aus Windows raus ausführbar. Und mit für Linux von Toolhouse. Und die Diagnose haben wir auch nochmal drüber laufen lassen und haben dann festgestellt, ja, der hat recht. Also die Festplatte wird hier angezeigt mit einem Smart-Fehler, also einem intelligenten Fehler, interessanterweise, so heißt das halt. Die wurde dann beim Test auf nur Lesen umgeschaltet. Das heißt, also hier besteht ja eigentlich eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die noch in Ordnung ist. Deswegen gehen wir einfach davon aus, die ist tatsächlich defekt, weil wir haben sie einmal durch die eigene HP-Diagnose festgestellt und durch die Software, die wir dafür nutzen. Für den Kunden macht sich das hier so bemerkbar, dass der Computer sofort in den Reparaturmodus startet. Das heißt also, hier sind irgendwelche Probleme, quasi Sektoren. Frage ist jetzt, wie gehen wir hier weiter vor? Wir können natürlich jetzt eine ganze Menge machen, aber es wird jetzt hier wahrscheinlich Sinn machen, zu versuchen, erstmal die Daten zu retten. Dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal die Festplatte feststellen, was ist das für eine Platte und ja, gucken, wenn wir die Festplatte tauschen wollen, brauchen wir natürlich das entsprechende passende Gegenstück. Und ich habe das hier schon mal rausgesucht. Also ich weiß, dass es jetzt hier eine M2, eine MV M2 ist. Und ich zeige euch mal, wie ich das festgestellt habe. Die genaue Bezeichnung dieser Festplatte wurde schon von unserem Diagnosetool angezeigt. Das heißt, ich konnte das ganz gut googeln und konnte dann feststellen, dass es sich hier tatsächlich um eine sogenannte NVMe M2 SSD handelt. Es gibt zwei verschiedene M2 SSD-Arten. Einmal diese NVMe, das ist so ein PCI-Standard, und dann gibt es auch noch den ATA-Standard, das sind dann die normalen M2. Und damit wir dann diese Festplatte gleich klonen können, weil das so die Idee, wir werden eine Kopie von der kaputten machen, also hoffen wir, dass wir davon eine Kopie machen können. Dazu braucht es dann hier solch ein externes Gehäuse. Denn ich habe auch eine Klonsoftware, die ich extern anschließen kann. Und die Idee ist dann tatsächlich von dieser Festplatte auf mit diesem externen Adapter auf die neue Samsung SSD zu kopieren. Sollte also hier noch Lesen möglich sein, dann wird das auch gelingen. Das Problem ist ja, dass es hier verschiedene Bausteine gibt. Die seht ihr jetzt hier nicht. Wenn ich hier so drüber fühle, werden so insgesamt vier Bausteine sein. Davon wird wohl irgendwie einer betroffen sein und das Problem erzeugen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass wir das nachher kopieren und keinen Erfolg haben. Das müssen wir dann tatsächlich sehen. Wie bin ich hier an die Platte gekommen? Wir müssen natürlich den Deckel aufschrauben. Das Problem ist, der Deckel ist ja sehr dünn und trotzdem sehr stabil. Und hier habt ihr hier eine Schraube, die euch ein bisschen das Leben schwer machen wird, wenn ihr kein passendes Werkzeug habt. Und zwar ist das hier tatsächlich so eine, ich versuche das mal zu fokussieren, so eine kleine Torx-Schraube, die braucht ihr. Dafür braucht ihr natürlich dann den passenden Schraubenzieher. Der Rest sind ganz normale Kreuzschlitzschrauben.
Die verbergen sich allerdings hier hinter diesem Gummischutz, also diesen Rutschschutz. Das heißt, ihr müsst diesen einmal abmachen und dann bekommt ihr hier die Schrauben freigelegt. Hier oben sind ein paar mehr, jeweils sechs dann, die ihr dann rausschrauben müsst. Und dann könnt ihr den Deckel vorsichtig abmachen. Da müsst ihr aufpassen, ist gar nicht so einfach. Und dann kommt ihr tatsächlich hier an die SSD, die allerdings noch von so einem Metallriemchen abgedeckt ist. Ihr müsst dann nur dieses Aluminiumkleber da lösen und hier diese eine Schraube hier auch lösen. Das ist auch eine Kreuzschlitzschraube, die dann einfach doch zusätzlich lösen. Ist hier so eine schwarze. Und dann könnt ihr den Deckel nach oben so abziehen und habt dann Zugriff auf diese Platte. Aber bevor wir die ausbauen, hatte ich ja gesagt, wollen wir die erstmal klonen. Ja, wir nutzen hier eine kostenpflichtige Software auch von Toolstar, im Prinzip in Verbindung mit Myra oder Myray, wie man je nachdem will. Das ist eine Klonsoftware, die kann man lokal auf dem Computer installieren und auch dann vom Stick booten. Ich habe mir also hier dann den entsprechenden Stick gemacht. Ihr braucht allerdings, um die zu nutzen, dann so einen Dongle mit einem Sicherheitskey, weil die, wie gesagt, kostenpflichtig ist. Jetzt wird ja hier Windows aufgerufen und dann kann ich sagen, ich möchte ein anderes Gerät verwenden. Und da steht es schon, ein UEFI-USB-Device, Touchscreen funktioniert. Das heißt, jetzt hoffen wir mal, dass er dann davon funktioniert. Parallel dazu werde ich jetzt die Platte hier in das Gehäuse einbauen, damit ich die gleich anstecken kann. Jetzt steht hier irgendwas für Security Verification. Also der hat jetzt gerade ein Problem damit, von dem Stick zu booten, weil das ja Linux ist. Das heißt, ich muss jetzt im BIOS erstmal einschalten, dass er auch von nicht Windows booten darf. Mal gucken, ob wir das jetzt hier so hinkriegen. Device, please enter. Da sagt er, es ist kein Boot-Device da. Und jetzt muss ich das mal eben da einstellen. Ich muss hier die Secure Boot disablen, um dann auch von anderen Betriebssystemen booten zu können. Das ist genau der Grund, warum dieses Secure Boot halt da ist. Ne, er sagt jetzt hier, kann er nur von dieser Windows-Partition booten. Und ich sage ja, ich möchte gerne hier von diesem USB-Flash booten. Ne, also da sagt er noch, jetzt muss ich hier schauen. Hier steht F5, F6 für Select the Device. Das heißt, ich versuche jetzt direkt mal das Device auszuwählen. Also da springt er jetzt hoch. So, da. Also er will das so eingestellt haben. Dann drückt man in der Regel bei den meisten BIOS F10. Scheint bei HP auch zu funktionieren. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt tatsächlich von der Linux-Klonsoftware, die wir hier haben, booten können. Ihr müsst natürlich gucken, was für eine Software ihr selber da nutzt. Hier wurde jetzt nochmal, gibt es nochmal den Hinweis, dass es nicht, also dass die Secure-Eigenschaft verändert wurde. Mal gucken, ob ich jetzt mit Escape das bestätigt habe oder ob ich das gleich nochmal machen muss. Nein, hat er nicht. Okay. Das heißt, ich fummel mich mal kurz. Wir lesen können es gleich im Vorteil. Ich soll 2300 und Enter also eintippen, um dann die Secure tatsächlich zu entfernen. Habe ich jetzt mal gemacht und jetzt tatsächlich startet er auch davon. Es muss natürlich gleich wieder zurückgestellt werden, wenn wir dann das erfolgreich geklont haben. Denn das Windows wird nur mit Secure Boot starten. Denn ich habe gesehen, die Festplatte ist verschlüsselt, was jetzt für einen Klonvorgang nicht so ganz so kritisch ist, weil wir klonen den ganzen Container, sollte also funktionieren, wenn es überhaupt funktioniert. Und das heißt, da ist BitLocker installiert, die ist also dadurch verschlüsselt. Da müssen wir natürlich jetzt gucken, kriegen wir das geklont? Und wenn wir dann erfolgreich sind, dann würde das sehr gut passen. Jetzt können wir hier schon mal Smart Copy auswählen. Das ist so die einfachste Variante von diesem Software. Und dann kann ich sagen, was ist der Quelldatenträger? Jetzt hoffen wir mal erstmal, dass er ihn überhaupt erkennt. Jetzt die Maus spinnt so ein bisschen. Und da hat er dann tatsächlich erkannt, das ist mein upala, Quelldatenträger. Die Maus, wie gesagt, muss man gleich vielleicht eine externe anschließen. So. Und jetzt muss ich erstmal den Zieldatenträger installieren bzw. anschließen. So, der Vorteil von diesem wunderschönen Gehäuse, das hier werde ich euch natürlich verlinken, das ist von Amazon gar nicht so teuer,
ist, dass wir zwei Kabel dabei haben. Einmal ein USB-C auf USB 3.0 und einmal USB-C auf USB-C. Denn dieser HP hat nicht ausreichend Anschlüsse, um meinen Key und meinen Stick und auch noch gleichzeitig externe Platte zu verwalten. Aber er hat noch einen USB-C-Anschluss. Die sind ja auch sehr schön schnell und dann sollte das eigentlich klappen. Ich habe ihn angesteckt und da steht tatsächlich, Moment, jetzt, hoppala, der Touch funktioniert sogar mit der Linux-Variante, finde ich sehr interessant. Jetzt muss ich nur, jetzt habe ich hier irgendwas gemacht. So, komm. Da war sie auf jeden Fall schon zu erkennen, da ist sie. Das heißt, wir können die wunderbar hier auswählen als Ziellaufwerk. Und damit ihr die richtige Platte auswählt, ich meine, jetzt haben wir ja nur von der Auswahl her haben wir eh nur zwei Platten, aber es kann ja sein, dass ihr mehrere Platten habt. Hier steht zum Beispiel, die wäre jetzt 12 GB zu klein. Das heißt, das gewählte Partition passt nicht auf das Ziel. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Das heißt, wir müssen gleich mal gucken, ob wir das ein bisschen verschoben bekommen. Also nicht, dass die Festplatte einfach nur zu voll ist. Ach so, ist klar, die ist, warum passt das nicht? Das Problem ist, diese Festplatte ist verschlüsselt und dadurch, dass die Festplatte verschlüsselt ist, gibt es natürlich hier einen Container, der von der Größe nicht änderbar ist. Wir wissen natürlich nicht innerhalb dieses Containers, wie groß diese Festplatte verschlüsselt ist. Das heißt, wir haben gar keine Chance jetzt, diesen verschlüsselten Container auf die 12 GB zu kleine externe Platte zu kopieren. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist eine 1 Terabyte externe Platte, um tatsächlich da drauf zu bekommen. Da muss ich mal gucken, ob ich die noch da habe. Ja, das hat ja jetzt ein abruptes Ende genommen, weil wir die Festplatte nicht da haben. Das ist aber kein Problem. Ich erkläre euch trotzdem mal kurz, wie es jetzt weitergeht. Und das Ergebnis müsst ihr dann mal schauen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt unter die Kommentare, dass ihr gerne wissen wollt, wie es am Ende ausgegangen ist. Ob ich erfolgreich das geklont habe oder nicht, dann schreibe ich euch gerne eine Antwort dazu. Also, nochmal kurz zusammengefasst, was ist das Problem? Die Festplatte ist verschlüsselt und dadurch, dass die Festplatte verschlüsselt ist, geht ihr davon aus, dass der gesamte Speicher genutzt wurde. Das heißt also, wir befinden uns hier quasi auf einer Datei, also dieser verschlüsselte Platte wird dem Programm dargestellt wie eine Datei, eine riesengroße Datei, die den gesamten Speicher ausnutzt. Das ist ein Container. Das bedeutet, innerhalb dieses Containers ist sicherlich noch viel Speicher frei, aber da können wir nicht drauf zugreifen, weil ja die ganze Platte verschlüsselt ist. Wir werden dann mit einer Sektor-für-Sektor-Kopiererei, also die Software macht das automatisch, dann den Container rüber kopieren und dann können wir den dann nachher auch nutzen, wenn wir das Secure Boot wieder angeschaltet haben und hoffentlich der BitLocker uns dann da keine Probleme macht. Weil manchmal wird tatsächlich vom BitLocker quasi dieser Kopiervorgang erkannt. Also manchmal wird von dem BitLocker dieser Kopiervorgang erkannt und dann wird dann nach dem Wiederherstellungsschlüssel bzw. den Code gefragt. Ich werde den Kunden also gleich mal anrufen, ob er weiß, dass seine Platte verschlüsselt ist und wenn ja, ob er dann die entsprechenden Daten alle hat. Oftmals wissen die Kunden das gar nicht. Das heißt, Windows hat das einfach aktiviert, beziehungsweise wurden gefragt und bla und bla. Und dann ist das dann aber gegebenenfalls in euer Microsoft-Konto hinterlegt und dann könnt ihr da mal nachschauen. Ganz schön viel Aufwand dafür, dass wir die Daten aber natürlich erhalten wollen. Ne? Sonst wäre ein einfacher Einbau der Festplatte natürlich einfacher, Neuinstallation und zack, zack, zack. Aber dann haben wir die Daten halt verloren. Und wir wollen ja jetzt hier für den Kunden die Daten retten. Also, wie gesagt, so gehen wir jetzt vor. Morgen kommt die neue Platte, die baue ich halt kurz ein. Dann wird das geklont und dann drücken wir die Daumen, dass das funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, habt ihr Fragen dazu oder wollt ihr wissen, wie es ausgegangen ist, wie gesagt, schreibt einfach in der Kommentarfunktion, dann werde ich euch das gerne beantworten. Bis zum nächsten Mal, euer TechPirat.